Bist du bereit? Ich habe diesen Archipel mit einem Mann namens Juan Cortés angegriffen. Er hat mir geholfen, Libertad aus dem Nichts aufzubauen. Juan ist ein Meisterspion aus der Zeit vor Castillo. Er kann eine Langstreckenrakete aus einer... Geh runter ins Dorf und bring mir Cortés. Ich hoffe für dich, dass er nüchtern ist. Soll diese Arschgeige wirklich hierbleiben? Wäre das ein Problem, Polio? Hörst du mich gut? Klar und deutlich. Dieser Spionagekran funktioniert, Clara. Muss ich zugeben. Schön. Lass deine Waffe im Holster, wenn du keinen Ärger willst. Vor allem da, wo viele Soldados stehen. Si, verstanden. Ein kluger Guerriero sucht sich seine Kämpfe aus. Suerte. Wir suchen nach einem gewissen Juan Cortés. Der Name sagt mir nichts. Wie sieht er denn aus? Älter, trägt einen Filzhut, kleidet sich wie ein Tourist, hält nie die Klappe. Tut mir leid, Senor, den habe ich noch. Oder wie zum Teufel Sie das sonst nennen? Die Sorgen bringen ihr nichts. Wir müssen handeln, herumfragen, ob jemand was gesehen hat. Sieh, du hast recht. Okay. Papiere. Hab ich leider nicht dabei, Signora. Keine Papiere? Das ist ein schwerer Verstoß. Disculpa. Habt sie wohl zu Hause vergessen? Ich werde sie melden müssen. Hände drauf. Ja, so schnell ihr könnt! Das könnte Juan sein. Heute saufen wir in der schlimmsten Kantine von Yara. Oder war es Kolumbien? Kirat? Oder Tschetschenien? Lass die Flasche hier. Ist einfacher für dich. De nada. Guapo, hör zu. Regel 16. Eine Guerilla-Revolution endet nie. Es gibt immer noch einen Krieg. Noch eine Kantina. Noch einen hässlichen Barmann. Juan Cortés? Was hat mich wohl verraten, Guapo? Das ist kein scheiß Zoo hier, Abuelo. Clara wollte, dass ich dich finde. Si. Ich hab gelernt, ihre Befehle nicht anzuzweifeln. Wirst du auch. Hey, ich kenne dich. Das glaube ich nicht. Doch, ich kenne dich. Als würde ich in einen Spiegel schauen. Was laberst du denn da? Diese Augen, Guerriero. Du findest Geschmack, redest dir ein, ein Held zu sein und wachst dann als Junkie auf. Ganz wie Juan Cortés. Das ist doch Zeitverschwendung. Kannst du pfeifen? Was? Nee, du kannst nicht pfeifen. Coño! Palapina! Du bist tot sowieso mehr wert. Was zum? Sieh, Guapo liebt dich. Und ich versau dir eine Ausgabe meines Buches.
Buono, mis socios. Vámonos. Gute Gäste wissen, wann sie gehen sollten. Scheiße. Ein Truck. Verpissen wir uns, bevor die ganze beschissene Armee hier aufkommt. Ich bin besoffen, aber nicht so besoffen. Bin direkt hinter dir, alter Mann. Guapo will dein Freund sein. Oder vielleicht muss er auch nur kacken. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Komm, wir sollten hier verschwinden. Du hast schon mal geschossen, das sieht man. Wie heißt du? Danny. Clara sagt, du bist eine Legende. Ex-KGB, Ex-CIA. Ich hab mehr Exen als deine Oma Zahnlücken. Einige Männer zerschlagen Eier zum Frühstück. Aber Juan Cortés, der zerschlägt ganze Länder. Manchmal sogar vor dem Frühstück. Ein bisschen weit hergeholt, meinst du nicht? Warte. Planänderung, Danny. Vamos. Der Plan lautet, in Claras Lager zurückzukehren. Was verdammt machen wir hier? Siehst du den Rauch? Das heißt, dass der Wachturm gerade eine Vorratslieferung bekommen hat. Mit den seltensten Materialien, die du auf Yara finden kannst. Und du wirst sie dir holen. Jetzt soll ich auch noch klauen gehen für dich? Schießpulver und Supremo-Kleber. Das klassische Herrengedeck jedes Improvisationskünstlers. Ich zeig dir, wie man Upgrades für Waffen herstellt. Denn das ist erstens cool und zweitens entspricht es Regel Nummer 9. Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. Kommst du auch mit? Scheiße, nein, du hast Guapo. Mit ihm kannst du alles aufmischen, aber wenn du heimlich vorgehen willst, dann nimm ihn besser nicht mit. Das Kerlchen kann sich schlecht beherrschen. Immerhin bist du hier, um zu helfen, Guapo. Ob ich bewaffnet bin oder nicht, hier schießt das Militär sofort. Was verdammt hast du damit vor? Schätze, das könnte nützlich sein.
Das ist schon viel besser. Noch mehr Scheiß für Juan. Ich hab dein Zeug gefunden, Juan. Gute Arbeit, Danny. Und jetzt komm rein in die Brüche. Wir müssen zurück in Claras Lager. Sieh, das sag ich doch die ganze Zeit. Okay, wir haben mehr als genug. Und jetzt ziehen wir endlich Leine. Was ist denn das für Kram hier? Brauchst du was? Geduld, Danny. Regel Nummer 8. Ein Guerriero kann warten. Wie eine Spinne oder ein Serienmörder. Wie bist du eigentlich in diesem gottverdammten Loch gelandet? Ich war auf einem Flüchtlingsboot. Wir kamen nicht weit. Ja. Und ich bin in einem Heli bei unserer Mini-Invasion von Santuario hergekommen. Ich wurde vom Himmel geschossen. Nein, ich meine, was ist deine Geschichte? Ich bin in einem Waisenhaus in Esperanza aufgewachsen und dann zum Militär gegangen. Ich bin kein Guerriero. Ich helfe Clara nur, bis sie mich von dieser Insel runterbringt. Regel Nummer 20. Einmal Guerrilla, immer Guerrilla. Das reicht mir jetzt. Zu spät. Das Pferd ist aus der Scheune und jetzt sind die Kinder voller Koks, Danny. Du hast keine andere Option. Amerika ist meine Option. Natürlich. Meinst du, die Amerikaner sind scharf auf jaranisches Blut? Den American Dream gibt es nur für Amerikaner, Danny. Du gibst nie auf, oder? Nein, Guapo hast aufgeben. Coño. Wenn ihr euch so nah seid, warum folgt er dann mir? Guapo begleitet die, die ihn brauchen. Wie ein Therapiehund in deinem geliebten Amerika. Du kannst Guapo dein Leben anvertrauen. Ja, so weit bin ich noch nicht. Los geht's rein. Dein Heli ist bei der Invasion abgeschossen worden, oder? Kriegst du ihn wieder hin? Damit ich dich zu den Yankees fliegen kann? Oh, nein, nicht. Er sitzt am Boden fest, aber ich arbeite dran. Geduld, Danny. Höchste Zeit, dass Juan Cortés dir zeigt, wie man etwas aus nichts macht. Hab ich dir je von Regel Nummer 9 erzählt? Gerade eben, ja. Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. Echte Lebensweisheit. Oh, okay. Wie viele noch? Die Legende kehrt zurück. Die Legende muss mal pissen, Cheffer. Wer ist das? Sie war mal Journalistin und wagte es, Anton Faschist zu nennen. Jetzt ist die Paria Sklavin für sein Paradies. Und nicht die einzige Dani. Jetzt lernst du was übers Improvisieren. Mit 6 habe ich einen Kettensägenmotor an mein Fahrrad gebaut. Durch die Blockade muss ich jeden Tag improvisieren, Juan. Das ist Überleben. Für uns heißt das nicht, mit dem klarzukommen, was man hat. Wir rechten Chaos an. Mit allem, was wir haben. Sprich weiter. Die beste Waffe der Guerilla ist eine gute Werkbank. Los, Danny. Nehmen wir uns zuerst mal die Waffen vor. Nicht so ungut, aber dein Sturmgewehr ist ein bisschen primitiv. Regel Nummer 9. Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. In diesem Fall Schießpulver und Schrott. Manchmal liege ich nachts wach und frage mich, Juan, wie könnte man Menschen noch schneller töten? Die Antwort lautet, Weichen. Ausgezeichnet, Danny. Jetzt kannst du Gegner platzen lassen wie eine reife Wassermelone. Okay, wie sieht dein anderes Gewehr aus? Mal angenommen, dein Ziel hat heute daran gedacht. Taser-Geschosse fliegen schnell und geradeaus. Und sie gehen durch Kevlar wie Heu durch eine Kuh. Prima, jetzt hast du deinen eigenen Vorrat an Hochgeschwindigkeitskriegsverbrechen. Sehen wir uns deine Aufsätze an. Es wird Zeit, deinen ersten Schalldämpfer herzustellen. Der macht aus einem Peng... ein Puff.
Allerdings auch siehst du, wie einfach das war? Jetzt kannst du Gegner mit lautlosen Kopfschüssen umlegen wie ein echtes Arschloch. Die Werkbank ist dein Freund, Danny. Ein Freund mit gewissen Vorzügen. Mach dich mit ihr vertraut. Verdammt. Sachenbauen macht süchtig. An dieser Werkbank kann man ein neues Yara errichten. Einen Namen? Ich hoffe, du bist hier, um zu helfen. Viva Libertad!